Willkommen bei meinem Kanal. Das hier ist alles ein bisschen merkwürdig für mich jetzt, weil ich mich dazu entschlossen habe, jetzt auch ein paar Videos in Deutsch zu machen. Ich werde mein Bestes tun. Und zwar möchte ich euch einfach die Möglichkeit geben, sowohl deutsche als auch amerikanische Produkte, die bei uns in Deutschland verfügbar sind natürlich, euch Reviews darüber zu geben oder auch Make-up-Looks, natürlich Beauty-Channel, sagt euch natürlich was. Aber das ist halt der Sinn für mich. Ich will einfach versuchen, dass ich vielleicht beide Welten zusammenbringen kann für die von euch, die vielleicht nicht so gut Englisch verstehen und vielleicht die englischen Channel prinzipiell einfach ganz gut finden, aber vielleicht nicht alles nachvollziehen können, was da passiert. Ich bin heute da, um euch eine Review, ja, tut mir leid, das deutsche Wort fällt mir nicht ein, aber ich habe was ausprobiert für euch und will euch einfach kurz ein Feedback geben. Feedback, genau das Wort kennt, glaube ich, jeder. Da geht es um diese zwei Gesichtsmasken von Freeman. Ist auch eine amerikanische Marke, gibt es bei uns auf Amazon.de. Also ich werde definitiv darauf achten, dass wenn ich euch amerikanische Marken oder Produkte vorstelle, dass die auch für uns in Deutschland verfügbar sind. Ist natürlich ärgerlich, wenn ich euch irgendwas zeige und ihr könnt damit absolut nichts anfangen. Ja? Eine ist die Tote See Gesichtsmaske und die andere ist irgendwas mit schwarzem Zucker irgendwas. Ja? Beide Masken sind auf Amazon erhältlich für, ich glaube, 9 Euro. Und wie gesagt, ich bin halt drauf gekommen, mein Mann ist Amerikaner und der hat mir irgendwann mal vor Jahren eine andere Marke, also die gleiche Marke, aber eine andere Form mitgebracht von der Maske. Und ich habe die zwei gesehen und wollte die unbedingt haben. Und die eine wurde sogar von einer Fernsehzeitschrift Fernsehzeitschrift? Beauty-Zeitschrift ausgezeichnet zum besten Beauty-Produkt 2013. Und zwar ist das diese Black-Schwarz-Zucker-Maske. Und die Maske besteht prinzipiell aus schwarzem Zucker, wie schon gesagt, irgendwelchen Ölen und verschiedene Sachen. Ich gucke mal ganz kurz, was alles drin ist. Okay, egal. Auf jeden Fall ist schwarzer Zucker drin, gemischt mit irgendwelchen Ölen. Und man macht das halt drauf, lässt es einwirken für ungefähr 7 Minuten. Dann massiert man es für 2 Minuten noch sachte ein in die Haut und wäscht das Gesicht ab. Und Leute, ich kann euch sagen, euer Gesicht wird so extrem, also mein Gesicht war, glaube ich, noch nie so weich nach einem Peeling. Extremst cool. Und ich habe die Masken beide schon mehrere Male benutzt und wie ihr seht, ist wirklich fast noch gar nichts davon weg. Also super ergiebig und für 9 Euro kann man nicht sagen. Wie gesagt, wir kommen ja einfach von alleine meist nicht auf solche Produkte. Ja? Die Tote Meer Mineralmaske ist prinzipiell einfach da, um die Poren zu verfeinern und die Gesichtshaut ein bisschen einfach sanfter zu machen, ein bisschen zu, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, zu clearen, einfach ein bisschen klarer zu machen oder klarer erscheinen zu lassen. Beide Masken sind für alle Hauttypen geeignet. Diese trägt man auch einfach auf, ganz normal, lässt sie trocknen und wäscht sie dann ab. Und ich benutze meistens beide in Kombination. Wenn ich in der Badewanne liege, dann mache ich normalerweise das schwarze Peeling zuerst, das schwarze Zuckerpeeling zuerst und danach mache ich dann die Tote Meermaske drauf, Gesicht halt abtrocknen, klar, Maske drauf, lasst sie trocknen und wenn ihr werdet merken bei der Tote Meermaske, dass eure Haut sich auch so zusammenzieht, also die fühlt sich direkt so vitalisiert und so straff und so schön an und dann einfach abwaschen und fertig. Also die beiden Produkte, wie gesagt, beide je 9 Euro. Super Produkte, wirklich. Also ihr könnt damit nichts falsch machen. Und wenn ich mir überlege, im DM-Markt gibt es auch immer diese einzelnen Masken, wo man 55 Cent, glaube ich, für 2 Anwendungen bezahlt. Also ganz ehrlich, die zwei sind so ergiebig. Ich bin mir sicher, dass sich die 9 Euro definitiv lohnen. Also probiert sie aus. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was Gesichtsmasken angeht, die einfach gut sind oder irgendwelche Reviews oder irgendwelche Produkte, die euch besonders interessieren würden, die ihr einfach gerne mal reviewed hättet, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Subscribe zu meinem, abonniert meinen Channel. Ja, ich muss das ja jetzt alles in Deutsch sagen. Abonniert meinen Channel und ja, bis bald. Ciao, ciao.